Ja, einen wunderschönen guten Abend an alle Zuhörer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich heiße Sie herzlich im Namen von FX Flat willkommen zu unserem heutigen Webinar, der große Marktausblick mit Mario Lüdemann. Mario, du bist soweit? Ja, alles klar. Wunderbar. Technik läuft. Also ich will nur mal jetzt vorausschicken, der Mario hat eine ganz schlechte Stimme heute. Und ich kann nur hoffen, dass er die eine Stunde wirklich durchhält. Also wenn wir eher beenden müssen, bitte nicht böse sein. Ja? Und bevor wir mit dem Webinar beginnen, noch ein kurzer Risikohinweis. Also das Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie treffen Ihre eigenen Handelsentscheidungen. Und bitte verstehen Sie das Webinar nicht als Handelsempfehlung. Die Meinung des Referenten muss nicht mehr mit der von FX Flat übereinstimmen. So, Mario, wenn du soweit bist, würde ich gerne übergeben. Alles klar. Läuft. Dann viel Spaß an alle. Ja. So, ich hoffe, ihr könnt alle meinen Monitor sehen. Dann begrüße ich euch auch alle recht herzlich heute hier aus Zürich. Ich hoffe, Tonverbindung passt auch. Ich bin heute Mittag von Frankfurt nach Zürich rübergereist. Ich mache mal hier unten das Fragenfeld mit rein. Ist ein bisschen anders, als wir es sonst machen können, wenn ich bei mir am heimischen PC bin. Aber ich bin heute im Hotel hier und von daher schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, wir haben vorhin schon kurz angesprochen, meine Stimme ist sehr stark angeschlagen. Ich hatte schon vor 10 Tagen mal das Problem, dass meine Stimme ganz weg war und durch das Seminar am Wochenende dann auch noch mal ein bisschen beansprucht. Aber ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, dann müssen wir es leider ein bisschen kürzer machen. Aber ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Gut, starten wir mit dem Marktausblick. Ich möchte auch sofort in die großen Indizes hineingehen, bevor ich dann eure Fragen gleich gerne beantworte. Wir haben ja in den letzten 2 Wochen, gerade hier, wenn wir uns den S&P anschauen, Moment nochmal hier drauf, so, gesehen, dass es hier doch recht stark hier die Bewegung nach unten gewesen ist. Das kam auch nicht von ungefähr, dafür gehe ich hier mal noch ein Stückchen zurück, dann kann man es ein bisschen besser sehen. Wir haben hier oben so dieses Doppeltop gehabt, was man hier ganz schön sehen kann, dass ich ja auch im Wochenausblick angesprochen habe. Es ist immer eigentlich dasselbe Bild, wenn der Markt schon mal hier so ein kleines Doppelhoch gehabt hat, dann wird es halt wirklich sehr, sehr schwer, da durchzukommen. Man sieht auch hier, wenn wir jetzt hier 4 Wochen mal zurückgehen, dass hier auch die entsprechenden Umkehrkerzen zu sehen waren. Dazu kommt noch, dass auch die Morgenroutine schon angezeigt hat, dass es hier schwer wird, hier hoch durchzukommen, durch die alten Hochs. Und was man auch nicht vergessen darf, das haben wir allerdings auch vor 3 Wochen schon angesprochen, das war diese extrem starke Bewegung, die hier hochgegangen ist von 7,5%. Das ist ja eine Performance, die wir normalerweise auf Jahressicht haben. Und das haben wir hier in 3 Wochen gesehen. Das heißt also, wenn man nicht nur auf die Technik schaut, sondern eben auch die Dinge, die dahinter stehen. Und das ist ja das, was wir im Wochenausblick machen und was wir natürlich auch immer vervollständigen mit der Morgenroutine, die wir ja tagtäglich machen und die wir auch immer wieder zeigen bei uns in den Seminaren, das ist, was einfach wichtig ist, weil dann bekommt man dieses Gesamtbild, was man einfach braucht. Und wie gesagt, es war dann hier nicht untypisch nach dem Szenario, was wir hier oben gesehen haben, dass der Markt hier nicht weitergegangen ist. Das ist dann so stark zu diesem Rücklauf gekommen ist, das hat dann doch ein bisschen verwundert. Allerdings, als dann hier die Dynamik aufgekommen ist, und das ist das, was wir auch letzte Woche schon angesprochen haben, da war es dann eben nicht verwunderlich, dass der Markt bis auch an den 200er EMA zurückläuft. Und das haben wir nicht nur im S&P gesehen, das werden wir auch gleich sehen, das hat es an den anderen Märkten auch gegeben. Das heißt, dieser Rücklauf, ja, war da, war auch recht stark. Wir haben dann hier am Donnerstag diese Umkehrkerze gesehen, genau am 200er EMA. Am Freitag ging es dann hier nach oben und hier am heutigen Tag dann am Ende des Tages auch. Ich war am Wochenende beim Psychologen, Sie wieder beim, wir hatten Trader-Psychologie als Seminarthema gehabt und wir haben auch genau über diese Konstellation auch gesprochen, ja, auch mit einigen Kunden. Man konnte das Ganze, was am Freitag dann passiert ist, sehr gut sehen, auch für alle die sich mit der Morgenroutine auseinandersetzen. Wir haben sehr stark sehen können, dass sehr viele Private auf der Verkaufsseite gewesen sind in der letzten Woche. Und das hat dann dazu geführt, dass der Markt dann plötzlich Dynamik auf der Oberseite bekommen hat. Wie gesagt, der Aufwärtstrend, und das ist das, was jetzt das Markttechnische ist, und das schauen wir uns jetzt natürlich an. Das waren ja bisher einfach nur Indikationen, die wir im Vorfeld immer nutzen,
um festzustellen, wie sich der Markt bewegt. Wenn wir es rein von der Markttechnik her uns anschauen, dann ist es hier auch ganz klar, wir haben hier diesen Aufwärtstrend und dieser ist auch noch vollkommen intakt. Auch das habe ich in der letzten und vorletzten Woche gesagt. Der ganze Trend würde nur dann hinfällig werden, wenn wir hier unter das letzte Tief fallen, diesen sogenannten Punkt 3 bei etwa 2810 Punkte. Danach sieht es aber momentan eben nicht aus. Wir haben zwar heute nach dem Wochenende ein bisschen tiefer aufgemacht, machen aber jetzt gerade zur Zeit wieder neue Hochs hier, Tageshochs. Das heißt, hier kommt immer mehr Entspannung rein, dass wir hier diesen Rücklauf gesehen haben, der etwas weitergeführt hat als geplant. Okay, konnte man nicht mit rechnen. Wir haben aber auch innerhalb des Screening-Dienstes eben auch gesagt, wir wollen eben hier schauen, dass wir in neue Positionen reinkommen, wenn der Markt von unten nach oben kommt. Und das werden wir jetzt auch sehen, ob wir hier in den kommenden Tagen vielleicht wieder neue Positionen bekommen, gerade wenn das Marktumfeld sich tatsächlich beruhigt. Wie sieht es im Nasdaq-Index aus? Hier haben wir ein ähnliches Bild. Auch hier ist erstmal markttechnisch gesehen auch alles in Ordnung. Das heißt, der Markt ist hier sehr sauber nach oben gelaufen. Das kann man hier ganz gut sehen. Der Rücklauf, den wir dann in den letzten 3 Wochen gesehen haben, ist dann ähnlich verlaufen wie im S&P. Man sieht hier, diese Abwärtsbewegung hat hier ja gut 6% dann gemacht in 3 Wochen. Aber auch hier dann am Freitag an diesem spannenden Punkt, nämlich an diesem EMA 200, der übrigens hier nicht zum ersten Mal angelaufen ist. Und wenn wir in die Vergangenheit schauen würden, würden wir feststellen, dass das ein Muster ist, was halt immer wieder auftritt, was wir auch im Trading natürlich sehr gut umsetzen können, wenn der Markt auf den 200er fällt. Das sind so diese selbsterfüllenden Prophezeiungen. Der Markt läuft natürlich nicht ganz genau auf den Punkt, aber es läuft halt in diesem Bereich. Und mit dem entsprechenden Setup ist es dann auch möglich, das Ganze eben im Trading umzusetzen. Es macht jetzt auch wieder Sinn, im Prinzip seit Freitag hier wieder nach neuen Long-Positionen Ausschau zu halten. Habe ich am Freitag eine neue Long-Position eingegangen oder auch heute am Freitag nur im Future, heute im Aktienmarkt noch nicht. Das liegt einfach daran, dass ich heute den ganzen Tag beruflich unterwegs war. Ansonsten wäre das heute ein guter Tag gewesen, tatsächlich um eine neue Position einzugehen. Ich werde aber morgen schauen, ob ich hier vielleicht die ein oder andere Position wieder neu in meinem Depot mit dazu bauen kann. Wenn wir uns den Stundenchart auch anschauen zum Nasdaq-Index, da sieht man eben ganz gut hier, dass auch hier der Rücklauf, den wir vorhin schon besprochen haben, an den 200er EMA, also der Markt ist hier sehr schön runtergekommen. Dann haben wir hier diese Umkehrkerze gesehen, die hier sehr, sehr massiv war, eben auch mit sehr hohem Umsatzvolumen hier, kann man das ganz gut sehen. Markt ist hier runtergekommen, das Volumen war sehr, sehr hoch und hat dann von hier aus dann einen wunderschönen neuen Aufwärtsmove ausgebildet. Hier sehr schön zu sehen, wie der Markt hier hochgelaufen ist am Freitag, ja, und auch hier sehen wir heute am Montag dann jetzt gerade wieder ein neues Hoch. Das heißt, alle die, die auf der Lauer gelegen haben, jetzt die Korrektur genutzt haben, hier um wieder neue Positionen aufzubauen, haben hier natürlich die richtige Entscheidung wieder getroffen, nicht einfach blind in den Markt hineinzugehen, sondern zu warten, bis der Markt zurückkommt, bis der Markt sich stabilisiert, bis ein neuer Aufwärtstrend entsteht und dann mit dem neuen Aufwärtstrend wieder in den Markt einzusteigen. Denn das ist ja genau das, was wir eben bei der Markttechnik machen. Wir steigen nicht blind in die Märkte hinein, sondern versuchen natürlich im Regelfall hier aus der Korrektur entsprechend neue Positionen aufzubauen. Grundsätzlich lässt sich sagen, wenn wir in den Tageschart nochmal zurückgehen, dass der Nasdaq etwas schwächer gelaufen ist als der S&P 500 Index, der ja sehr dicht an seinen Hochs war. Auch hier sehen wir, sind wir sehr dicht an den Hochs. Was ein bisschen gefährlich ist und wo ich auch ein bisschen drüber nachdenke, ist hier dieser Bereich hier, wenn wir uns das anschauen, hier die Hochs, die hier entstehen. Wenn der Markt das jetzt nicht schafft, hier am Ende drüber wegzugehen und die Gefahr besteht dann tatsächlich, dann könnte es tatsächlich dazu kommen, dass der Markt wirklich nach unten wegrutscht.
Das wird nicht heute und nicht morgen passieren wahrscheinlich. Es wird aber spannend bleiben, was hier passiert. Denn wenn der Markt nämlich hier nach oben über die 8000er-Punkte-Marke springen kann, und das wäre etwas, was ja auch zum saisonalen Bild passt, also alle die unter euch, die sich auch ein bisschen mehr mit Investment und Saisonalitäten auseinandersetzen, wissen ja, dass wir jetzt auch zurzeit in einer sehr guten Marktphase sind. Vor allen Dingen November und Dezember gehören gerade in den USA auch zu den besonders starken Monaten. Das würde dafür sprechen, dass der Markt jetzt nochmal die Luft holt, um dann diese Hochs bei 8000, 8100 herauszunehmen. Trotzdem möchte ich hier an dieser Stelle schon ansprechen, wenn der Markt es hier nicht schafft, hier diese Bereiche herauszunehmen, dann könnte es tatsächlich nochmal kritisch werden. Wichtig ist hier einfach die Marke, die wir vorhin auch schon kurz angezeigt haben, nämlich hier das letzte Tief bei etwa 7350 Punkte, weil das eben hier genau aus diesem Aufwärtstrend der letzte Punkt 3 ist. Was heißt Punkt 3? Man nennt immer den Startpunkt hier, der, wenn man aus dem Korrektur oder aus dem, ja, aus dem Korrekturbereich kommt, den niedrigsten Punkt eben den Punkt 1. Zeichne ich ja auch noch mal kurz ein. Dann hier Punkt 2 und Punkt 3. Ich mache es nicht jedes Mal so genau, aber wir haben ein paar Mails bekommen, dass wir es doch mal ein bisschen genauer noch mal erklären. Was hat das mit diesen einzelnen Punkten auf sich? Vor allen Dingen, weil ja auch kleines Konto Großtraden gestern gestartet ist, wo wir auch wirklich wieder super erfreut waren, dass wieder so viele von euch auch wieder mit dabei sind. Deswegen hier auch für die, die noch nicht so lange im Trading dabei sind, jetzt die nächsten Wochen immer etwas genauer die Dinge. Ist ja immer wichtig, wenn man neu anfängt mit dem Trading, dass man auch wirklich von Adern nach vorne schaut. Also ich bin sehr gespannt, wie der Markt hier weiterläuft. Wie gesagt, ich werde hier schauen, ob sich hier vielleicht heute beim Marktausblick ein, zwei Kandidaten finden, die wir dann nutzen können, um hier vielleicht heute Abend oder morgen neue Positionen aufzubauen. Wie sieht das Ganze im deutschen Markt aus? Auch hier ist das Bild ähnlich spannend wie in den amerikanischen Märkten. Wir haben ja in den letzten Wochen gemerkt, dass der deutsche Markt ein wenig ein Eigenleben hat, auch wenn das Chartbild hier ähnlich aussieht. Aber wir waren eigentlich in den letzten Wochen, in den letzten Monaten eigentlich eher etwas schwächer als der amerikanische Markt. Jetzt haben wir sehr stark aufgeholt, dann hier in der letzten Woche aber doch ein relativ massiver Abverkauf von 12.500 Richtung 11.800. Also das hat sicherlich den einen oder anderen doch verwundert hier diese, wenn wir das vom Hoch zum Tief anschauen, in 3 Tagen war das schon eine recht starke Bewegung mit 5% bergab. Wir haben allerdings jetzt, wenn wir uns das anschauen, hier auch schon wieder von der 11.8 auf die 12.1 wieder hoch. Das heißt also, die Bewegungen sind sehr stark. Auch hier dasselbe Bild. Wir haben am Donnerstag die Umkehr gesehen. Dann eben am Freitag ging es dann auch nach oben und auch heute wieder neue Hochs. Das heißt, wenn ihr, und das hoffe ich, dass ihr das alle macht, eine Morgenroutine führt und auch ein Trading Journal, das hilft halt am Ende wirklich extrem weiter, weil gerade die Morgenroutine zeigt halt einfach sehr gut an, wo Bewegungen bzw. Korrekturen zu Ende sind und wo die Chance besteht, dass der Markt aus der Korrektur heraus am nächsten Tag sofort wieder nach oben läuft. Wenn wir uns das Ganze im Stundenchart anschauen, dann sehen wir auch wieder da, wie einfach es war, von da aus jetzt wieder hier in den Markt hineinzukommen. Wir sehen auch hier wieder am tiefsten Punkt, dass von hier aus der Markt es dann geschafft hat, über die 200-Tage-Linie hinüberzukommen, hier wieder in die Korrektur zu gehen und dann heute hier wieder einen neuen Trend entsprechend auszubilden. Das heißt also, alle die unter euch, die auch markttechnisch orientiert handeln, haben auch hier wieder jetzt den Einstieg dann in den Markt finden können mit deutschen Aktien und eventuell ja sogar auch schon mit den Aktien aus dem Nasdaq oder dem S&P 500. Kommen wir noch zum MDAX, und hier sieht das Bild wie schon in den letzten Wochen nicht sonderlich rosig aus. Wir haben zwar, was die Bewegung angeht, hier sieht das alles sehr ähnlich aus. Ich nehme hier die Zeichnung aus den vergangenen Wochen kurz heraus. Aber wenn wir uns das hier anschauen, das sieht hier doch eher nach Seitwärtsmarkt-Schiebezone aus.
wenn wir uns das hier anschauen, der Markt befindet sich hier seit Mai mehr oder weniger hier in einer Seitwärtsrange auf der Oberseite 26.300, unten 24.500 Punkte. Natürlich, die Range ist schon etwas breiter, aber am Ende des Tages hier drinne jetzt zu handeln, auch wenn die Range 7% ist, macht für viele Trader einfach wenig Sinn, zumindest wenn man an den größeren Zeiteinheiten dabei ist. Was wir halt bei uns im Handelsbüro machen, ist einfach, wenn wir hier starke Aktien finden, aus dem MDAX eine marktneutrale Strategie zu fahren. Das heißt, wir suchen vielleicht einen starken Titel aus dem MDAX und gleichzeitig vielleicht einen extrem schwachen Titel. So sind wir neutral aufgestellt. Wir wollen also von der Wertigkeit dann etwa vom Pricing her gleich sein. Und dann können wir hier sehr gut eine neutrale Strategie fahren. Das ist immer in diesen Schiebezonen extrem spannend. Die Schiebezonen an sich haben eigentlich einen großen Vor- und einen Nachteil. Der Nachteil an der Schiebezone ist eben der, dass man hier häufig sehr lange, so wie jetzt hier auch zu sehen, im Mai, Juni, Juli, August, September, also 5 Monate mehr oder weniger seitwärts läuft. Man macht immer mal so kleine Ausbrüche nach oben, die aber sofort abverkauft werden, oder hier unten, Markt schiebt runter, wird sofort wieder nach oben gekauft. Das ist die Problematik, das zermürbt sehr viele Händler oder auch Investoren. Das ist die negative Seite. Durch dieses Zermürben, und jetzt kommt der positive Effekt, sind natürlich irgendwann die Trader nicht mehr bereit, in diesem Markt zu handeln. Das sieht man auch häufig daran, dass natürlich auch das Handelsvolumen dann am Ende des Tages nicht unbedingt mehr steigt, sondern meistens sogar zurückgeht. Wenn es dann zu einem Ausbruch aus einer solchen Schiebezone kommt, kann man sich gut vorstellen, dass dann natürlich sehr viele Trader aktiv werden. Auf der Unterseite ist es sowieso klar, weil zum einen entsprechende Short-Trader in den Markt hineinkommen. Das haben wir auch gesehen, als der Ausbruch hier gekommen ist. Das sieht man auch hier unten dann mit dem Handelsvolumen, das hier mal kurzzeitig sich angehoben hat. Noch spannender wird es allerdings werden, wenn wir hier eben unter das letzte Tief gehen. Aber wenn der Gesamtmarkt halt nach oben zieht, dann ist es hier auch wunderbar für uns, weil dann sehr viele Händler dann tatsächlich wieder einsteigen werden in den Markt, weil das saisonale Bild natürlich auch noch dazu kommt. Das heißt, wir haben immer diese Faktoren. Es ist nicht so immer, dass man nur ein Puzzleteil hat, sondern die Analyse besteht halt immer aus sehr, sehr vielen Puzzleteilen, was es so gut macht für den erfahrenen Händler, weil er dadurch ein sehr gutes Bild bekommt, was für den Trading-Anfänger häufig dann etwas verwirrend ist, weil man eben nicht nur einfach auf den Chart schaut kann und dann sagen, okay, in die oder jene Richtung geht der Markt, sondern es gehören halt einfach noch ein paar Dinge halt mit dazu. Das ist eben das saisonale Bild, das ist aber auch, wie verhalten sich halt private Anleger, wie sind die Put-Call-Ratios beispielsweise oder wie hoch ist die Volatilität in den Märkten? Und das haben wir ja gesehen, in der letzten Woche ist die Volatilität angesprungen, ist dann aber auch am Freitag stark zurückgekommen schon. Und auch heute sehen wir eine Beruhigung hier. Das heißt also, hier im MDAX würde ich nicht unbedingt neue Positionen aufbauen wollen, wenn überhaupt dann eben mit einer marktneutralen Strategie. Ich habe hier nochmal einen ETF auf den SDAX herausgeholt, weil hier kann man das ganz gut sehen, dass dieser hier besonders schwach performt, nachdem er Anfang des Jahres sehr stark gewesen ist. Wir sehen hier einen Markt, der sich tatsächlich auf der Short-Seite hier zwischenzeitlich etabliert hatte. Der Markt ist hier runtergegangen, hat dann zwar im September hier wieder einiges an Kraft zurückgewinnen können, ist jetzt aber auch wieder in diese neue Abwärtsbewegung hinuntergelaufen. Das heißt also, der Markt kommt hier wieder in seinen alten Trend zurück. Deswegen würde ich auch hier im SDAX keine neuen Long-Positionen aufmachen wollen, sondern den Markt eher von der Short-Seite angehen. Und das ist auch manchmal ganz interessant, weil wenn wir sagen, okay, wir haben im DAX eher einen Long-Markt, im MDAX eher eine marktneutrale Situation und im SDAX auch. Das ermöglicht uns eigentlich, hier ein sehr gut ausgefeiltes Portfolio aufzubauen, wenn wir das im deutschen Markt machen möchten. Denn es macht einfach Sinn, entsprechend starke Titel im DAX herauszusuchen und entsprechend schwache Titel dann aus dem SDAX zu nehmen, weil eben, wenn ein Markt eben sehr stark ist, dann werden im Regelfall ein Großteil der Aktien halt auf der Long-Seite sehr gut performen und hier im SDAX dann eben entsprechend viele Titel auf der Short-Seite zu gewinnen führen.
Kommen wir noch zum Bund Future. Den schauen wir uns auch nicht regelmäßig an, aber auch dazu haben wir einige Fragen in den letzten Wochen bekommen, gerade weil wir, was die Zinsentwicklung angeht, ja doch zwischenzeitlich an einem Punkt angekommen sind, wo es für den tatsächlich für den Investor langsam keinen Spaß mehr macht. Ich habe vor 4 Wochen vom Seminar nochmal geguckt gehabt. Bei der Sparkasse in Hamburg bekommt man derzeit für sein Tagesgeld 0,001%. Das heißt, man bräuchte nicht 100 Jahre, sondern man bräuchte 1000 Jahre gefühlt, um 1% Performance zu machen. Und das ist natürlich Irrsinn, was wir hier haben. Also das ist halt, es macht langsam keinen Spaß mehr, hier an diesem Rentenmarkt noch was zu machen. Auch hier die Zinsentwicklung, ja, es hat sich ein ganz kleines bisschen beruhigt. Aber trotzdem, wenn wir uns den Bund Future anschauen, auch wenn wir jetzt in den letzten Wochen hier zurückgekommen sind, ist die Tendenz eigentlich eher immer noch die, dass die Zinsen immer noch zurückgehen. Auch wie gesagt, wenn wir hier in den letzten Wochen ein bisschen hier nachgebende Kurse gehabt haben. Wichtig ist auch hier die entsprechende Marke. Wenn wir hier runterfallen, das ist etwa auf dem Niveau des 200er EMAs, dann hört der Spaß dann auf. Also dann haben wir hier die Chance tatsächlich, dass der Markt dann auch nach unten geht, beziehungsweise die Zinsen nach oben. Aber ehrlich gesagt, das sehe ich nicht. Das heißt, das Potenzial auf der Short-Seite sehe ich tatsächlich erstmal noch als gering. Es sei denn, und das ist jetzt der Faktor, den ich vorhin schon beim Aktienmarkt angesprochen habe, wenn der Aktienmarkt tatsächlich nach unten wegrutschen sollte, dann würden wir hier natürlich beim Bund Future auch nochmal richtig Bewegung sehen. So, und das war jetzt der Blick über die Märkte. Ich würde jetzt nochmal auf die Fragen schauen, auf ein paar Einzelaktien, dass wir vielleicht noch 5 bis 10 Aktien vielleicht besprochen bekommen. Ich mache dafür heute mal das Feld etwas anders auf, weil ich kann das hier nicht in den Hintergrund legen, weil wie gesagt, ich bin heute mit dem Laptop unterwegs und ich schaue dann einfach mal, was so an Fragen gekommen sind. Sebastian hat gleich wieder einen guten Tipp für meinen Hals. Danke, Sebastian. Ich habe tatsächlich einige deiner Dinge, die du mir schon mal zugeschickt hast, auch ausprobiert. Das hilft auch wirklich gut. Ich schaue auch noch mal, was du diesmal wieder Gutes für mich parat hattest. Also vor 10 Tagen war es wirklich ganz krass mit der Stimme. Die war komplett weg gewesen. Ist jetzt Gott sei Dank wieder ein bisschen da, aber sobald ich sie ein bisschen mehr anstrenge, wird es halt schwierig. Gut, Cisco. Schauen wir einfach mal. Nee, das war's nicht. So. Cisco Systems, hier ganz gut zu erkennen. Die Aktie befindet sich unter der 200-Tage-Linie, was so statistisch gesehen eh erstmal häufig für weiter fallende Kurse spricht. Es gibt so Statistiken, wenn der Markt über den 200er ist, ist die Wahrscheinlichkeit eben erstmal grundsätzlich größer, dass es auch auf der Long-Seite weitergeht. Wenn wir unterhalb sind, eher auf der Short-Seite. Wenn der Markt jetzt genau am 200er ist, so wie hier, dann ist es, na, hier in dem Bereich, dann ist das natürlich schwer zu sagen, weil das ist eben dieses Antesten von oben. Aber jetzt grundsätzlich kann man hier ganz gut sehen, der Markt hat hier unten so einen Bereich bei 46, wo auf jeden Fall immer gekauft wurde. Das heißt, hier kann es tatsächlich sein, dass hier einige Käufer im Markt sind, die den Markt hier stabilisieren. Besonders spannend, wenn man die Aktie jetzt noch nicht hat, wird es sicherlich werden, wenn die Aktie auf Schlusskursbasis die 46 nicht halten kann. Das heißt, ich würde jetzt nicht hier anfangen, auf diesem Niveau unbedingt jetzt Shorts aufzumachen, weil es hier eben dieses Dreifach-Tief schon gibt. Aber wenn die Aktie tatsächlich hier nach unten durchrutscht, hier unter diese ja derzeit schon bestehenden Tiefs, die wir hier gesehen haben, im Bereich von 46, wenn es da einen Schlusskurs drunter gibt, wenn der Markt hier so runterzieht, dann würde ich auf jeden Fall versuchen, hier dann unter den Tiefs möglichst einen neuen Short aufzumachen.
Vielleicht noch die Frage, ob ich dann von hier aus eine Long machen würde, nachdem es hier einen dreifachen Boden gegeben hat und der Markt sich ja jetzt hier auch von, ja, ich sag mal 46 jetzt auf 47, 80 erholt hat. Ich meine, das sind ja auch schon 4% wieder. Also grundsätzlich kann das ein guter Trade sein, ist aber nicht mein Handelsansatz. Also die meisten, die mich kennen, wissen ja, dass ich ein Trader bin, der trendfolgend unterwegs ist. Und das heißt, wenn ich mir das hier halt anschaue, wenn ich hier so einen Markt habe und der hier herunterkommt, dann möchte ich natürlich hier genau die Seite handeln, die jetzt am schwächsten ist. Das heißt, das ist halt einfach die Short-Seite. Und bei der würde ich jetzt auch nicht wechseln. Das heißt, ich würde nicht, auch wenn ich jetzt hier dieses dreifach tief sehe, sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Markt hier vielleicht nochmal Richtung 50 nach oben läuft, weil mir die Wahrscheinlichkeit hier nicht groß genug ist. Also von daher möchte ich hier halt einfach, dass der Markt hier runterfällt. Dann würde ich hier einen neuen Short entsprechend aufmachen. Hier aus der Korrektur würde ich auch keinen unbedingten Short aufmachen, weil wir hier schon sehen, wir hatten hier ein Hoch und danach gab es ein höheres Hoch. Das heißt also, das wäre so eine Aktie, wenn ich sie noch nicht hätte, dann würde ich hier halt unter den Tiefs entsprechend eine neue Position aufmachen. René schreibt, hallo Mario, wenn ich zur Auswertung die Kassamärkte nehme, sind S&P und Nasdaq Aufwärtstrends gebrochen, tiefere Tageswerte. Kerzen, sind die Future zur Auswertung besser? Also ja, ist natürlich immer diese Problematik, René, dass wenn du zwei unterschiedliche Dinge dir anschaust, wirst du auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Man muss sich halt für eins irgendwann entscheiden, also entweder für die Kasse oder für den Future-Markt. Der Future-Markt bildet halt hier die größeren Handelszeiten ab. Die Kasse ja nur in der Zeit, wo der Markt halt entsprechend auf hat, also die reguläre Handelszeit. Am Ende, glaube ich, ist es nicht, gibt es nicht besser oder schlechter. Was man natürlich machen kann, ist, man handelt nur dann, wenn beide Trends in die gleiche Richtung zeigen. Ich weiß, du bist ja jemand, der sehr viel Wert auf diese relativ hohe Sicherheit auch legt. Deswegen, wenn beide Märkte vielleicht in die gleiche Richtung zeigen, wird dir das vielleicht noch ein bisschen mehr Sicherheit geben. Auf der anderen Seite, wie gesagt, im S&P hast du ja selber auch letzte Woche auch schon gesagt, ist natürlich auch super, wenn du siehst, okay, die Marktumkehr ist da, du siehst in der Morgenroutine, alles spricht dafür, dass der Markt steigt und dann konnte man das ja wirklich in Perfektion auch im Future entsprechend auch umsetzen. Also ich, wie gesagt, mache das genau wie hier auch und so wie du es auch aus den Seminaren kennst. Ich nutze halt im Regelfall für die Indizes den Future und für die Aktien halt hier dann die Kurse, die dann im Laufe des Tages halt gehandelt werden. In Deutschland halt Xetra-Kurse, dann nehme ich auch nicht Berlin oder München, das wäre ja auch eine Möglichkeit, sondern nehme den Markt, der eben am stärksten gehandelt wird. Das ist dann eben entsprechend Xetra und hier dann eben die Werte aus dem S&P oder Nasdaq. Ich hoffe, ich habe dir damit ein bisschen weiterhelfen können. Was bedeutet beim DAX die Bewegung 4. Oktober 23 Uhr? Naja, alles, was nach der regulären, also reguläre Handelszeit ist natürlich, Fritz, die Zeit, wo der Future zwischenzeitlich auf hat. Und das ist ja anders als noch vor einem Jahr. Da hatten wir noch Handelszeiten gehabt beim Future von morgens 8 bis 22 Uhr. Das ist ja alles aufgeweicht worden. Ich kann ja mal in den Stundenchart gehen, damit man das hier auch ein bisschen sehen kann. So, ich gucke nochmal genau auf das Datum, 4. Oktober, 3. Oktober, 4. Oktober. Und dann ist es welche Uhrzeit gewesen? 23 Uhr, hast du gesagt. 21, 22, 23. Also hier, ja, ich meine, also ich sehe da jetzt eigentlich nicht wirklich viel raus, weil der Markt ist halt hier nach oben gegangen, so und dann zurück. Also ich habe jetzt keine starke Bewegung gesehen im DAX, die jetzt irgendeine Aussagekraft hätte in die eine oder andere Richtung. Was halt klar ist, und das muss man hier auch, das kann man hier auch sehen, ich mache mal das Ganze hier ein bisschen größer. Wenn ihr in den Abendhandel kommt, so, also das heißt nach 17 Uhr und dann hier wieder bis 9 Uhr, also in dieser Spanne hier, da habt ihr halt so gut wie gar kein Handelsvolumen zu dem, was vorher und nachher ist. Das kann man hier wirklich sehr gut sehen. Also hier die letzte Stunde 17 bis 18 Uhr, wenn ihr auf das Handelsvolumen unten schaut, da habt ihr ungefähr so ein Volumen um die ja, 12.700 Future-Kontrakte. Wenn wir einen
Stunde weitergehen, da sehen wir, dass wir halt nur noch ein Volumen haben von 2.400. Also das ist der Unterschied schon mal, ne? 12.800 zu 2.400. Und wenn wir jetzt in die Zeit gehen, wo der Markt ja auch auf hat, also in die Nacht, dann haben wir halt noch ein Handelsvolumen von 500. Das ist ja im Endeffekt gar nichts mehr. 500 im Verhältnis zu 12.000 und das ist ein 24stel oder nur noch 4% des Handelsvolumens, was es eben im regulären Handelsmarkt, so wie der Xetra-Handel läuft, dann da ist. Das heißt, also ich nehme diese Handelsspannen zwar wahr, aber ich bewerte diese nicht über. Und das macht auch gar keinen Sinn, weil wenn kein Mensch im Handel ist, dann macht es halt auch wirklich überhaupt keinen Sinn, darauf eben sehr viel Wert zu legen. Könntest du noch mal die Aktie WHR anschauen? Ja klar, können wir auch einen Blick drauf werfen. So, also auch hier, wie gesagt, macht immer, wenn ihr nicht genau wisst, wie der Markt gerade aussieht. Am 200er sieht man schon, wenn der Markt so ein bisschen leicht nach oben geht, also die 200-Tage-Linie, dann kommt der schon nach oben. Aber man sieht ja hier, als ja das Bild erst so war, da kann man gar nicht genau erkennen, ist das jetzt ein Seitwärtsmarkt oder nicht. Da macht man einfach so ein bisschen das Ganze größer und dann sieht man, okay, der Markt ist hier wirklich sehr, sehr lange seitwärts gelaufen. Das ist so ähnlich wie beim MDAX gewesen. Und jetzt kommt der Markt halt hier nach oben. Wenn ich in der Aktie drinne, wir machen was mal so in Whirlpool, dann würde ich die Aktie sehr, sehr gerne jetzt behalten. Hätte ich die Aktie letzte Woche am Mittwoch oder Donnerstag gesehen, als die Aktie hier runtergekommen ist, dann am Donnerstag hier die Umkehrkerze ausgebildet hat, hätte ich die Aktie sehr gerne in mein Portfolio aufgenommen. Weil die Aktie hat halt, und das ist halt das Spannende, sowohl im kleinen Trend als auch in dem mittleren Trend eben eine Aufwärtsbewegung. Das kann man hier sehr schön sehen. Die Aktie läuft hier ja wirklich sehr schön hoch. Und was noch dazu kommt, sie hat halt hier die ganzen alten Hochs jetzt endlich mal rausgenommen. Also diesen Widerstandsbereich, den wir hier über viele, viele Wochen ausgebildet hatten. Das kann man hier ja ganz gut sehen. Das ist ja der Bereich, wo die Aktie festgehangen hat zwischen 144 und 152, 153. Da haben wir ja wirklich ganz, ganz viele Hochpunkte gehabt hier in diesen Bereichen, hier einmal, zweimal, dreimal, viermal, dann hier oben in der Spitze und dann ist der Markt, hat mal versucht nach unten zu gehen, aber dann hier auch. So, und jetzt hat es aber geschafft, hier rauszukommen und das bringt halt die Wahrscheinlichkeit mit sich, dass die Aktie hier tatsächlich gute Chancen hat, hier weiter nach oben zu laufen. Hätte ich die Aktie noch nicht, dann würde ich jetzt tatsächlich schauen, im Stundenchart komme ich jetzt noch vor dem Hoch in die Aktie hinein. Man kann das hier ja auch wieder im Stundenchart sehr schön sehen. Die Aktie läuft hier nach oben, ist hier zurückgekommen. Habe jetzt diesen Ausbruch hier nach oben nicht mitbekommen. Das heißt also, wer diesen hier hat mitnehmen können, der hat natürlich alles richtig gemacht. Eine zweite Möglichkeit ist jetzt hier eine Korrektur abzuwarten, über dem Hoch mitzugehen, nicht mehr ganz hier oben erst einzusteigen, das ist meistens ein bisschen unglücklich. Zweite Möglichkeit wäre allerdings auch nochmal bei einem kurzen Rücksetzer hier mit dem Trick des Traders hier vielleicht nochmal den Einstieg zu finden. So, Bayer Aktie ist gefragt. Na, ist ja gut, dass ich hier immer die falsche erwische. Also im Moment bin ich so ein bisschen immer unglücklich hier mit dem, dass ich die Aktie immer sehr schwer finde. So, da haben wir es. Auch im Tageschart einmal. Also was man hier ganz gut sehen kann bei der Bayer-Aktie, es ist kein klares Bild zu sehen. Ne? Also die Aktie hat zwar in den letzten Wochen hier einen Trend nach oben ausgebildet. Das sieht man ja hier von den Tiefs. Wenn man jetzt mal den mittleren Trend hier nimmt, die Aktie hat es auch geschafft, hier den 200er EMA zu nehmen, ist dann allerdings hier, nachdem sie hier so ein Doppelhoch gemacht hat, dann so ein Bild, was wir jetzt ja aus den Indizes auch kennen, hier nicht nach oben gelaufen und hat dann hier
sehr schnell den Abwärtstrend angestrebt, hat den 200er hier auch gar nicht lange halten können, ist sofort durchgerutscht, hat heute mit einem positiven Gap aufgemacht, ist aber auch im Laufe des Tages runter. Also ich würde die Aktie eher schwach sehen, also es käme für mich nicht in Frage, die Aktie jetzt auf der Long-Seite anzufassen. RWE, spannende Aktie, die ist in den letzten Wochen extrem gut gelaufen, was auch gar nicht verwundert hat, weil es eben sehr typisch ist, dass gerade konservative Aktien, also das RWE eher, das war, galten ja zu meinen Anfangszeiten vor gut 20 Jahren so als diese typischen Witwen- und Waisenpapiere, die man immer dann gekauft hat, wenn ein bisschen Unsicherheit in die Märkte gekommen sind. Man sieht hier, als die Märkte in den letzten Wochen eher schwach gegangen sind, ist RWE hier wunderbar nach oben gelaufen. Gehörte auch ganz, ganz lange Zeit bei mir im Screening-Dienst zu einem der Top-Performer. Wir sind jetzt in der letzten Woche herausgeflogen aus der Position. Ist hier auch ganz gut zu sehen. Ich zeichne mal hier den Aufwärtstrend der letzten Woche mal ganz, ganz grob auf. Also hier einmal hier rauf, hier runter, hier runter, hier rauf. So, und hier sieht man ganz gut hier diese letzte Bewegung und dann kam hier eben letzte Woche das aus. Der Markt ist hier unter das Tief runtergefallen, hat dann zwar am Freitag hier sich wieder zurückgekämpft, aber die Position ist halt aus meinem Depot herausgeflogen. Und somit ist der Trade halt jetzt erstmal für mich vorbei. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie die Aktie sich weiterentwickelt. Grundsätzlich gehört sie mit zu den ganz, ganz starken Aktien. Das ist ganz außer Frage. Markttechnisch gesehen hat sie dadurch, dass sie jetzt eben letzte Woche oder ja, letzte Woche ausgestopft wurde bei mir, jetzt erstmal, dass ich schauen muss, okay, kriege ich jetzt wieder hier einen neuen Trend hin? Solange das noch nicht da ist, warte ich halt hier einfach ab. So, schauen wir weiter. Peter schreibt, mir laufen oft starke Aktien davon, weil ich warte, bis der Index ein klares Signal hat und dann stehen sie schon weit in der Bewegung. Das ist natürlich immer ein grundsätzliches Problem, Peter, dass wenn wir auf das Go des Index warten, dass Aktien dann schon nach vorne laufen. Aber wenn wir uns jetzt nochmal den Index anschauen, bleiben wir mal jetzt beim deutschen Markt. Wir können aber auch gleich gerne in den amerikanischen Markt nochmal schauen, hier bei den Indizes. Du hast hier zum Beispiel im DAX jetzt in den letzten Tagen eigentlich eine starke Rückwärtsbewegung bis zum 200er EMA gehabt und von da aus dann eine gute Möglichkeit, jetzt ja, ich sag mal, nahezu perfekt an den Tiefs in Aktien auch reinzukommen. Ja, RWE steht jetzt hoch, klar. Das ist ja auch genau eine dieser Performer-Aktien, die eben besonders stark waren, obwohl der Markt zurückgekommen ist, aber auch im S&P das Signal ist ja jetzt im Stundenchart tatsächlich jetzt auch genau wie beim DAX ja erst am Freitag gekommen. Das heißt also, man hat hier die Abwärtsbewegung gehabt. Wir haben es ja vorhin auch schon mal eingezeichnet. Und dann sieht man ja hier, dass diese Aufwärtsbewegung dann hier gestartet ist, auch dann entsprechend mit hohem Handelsvolumen. Wenn wir hier unten auf das Volumen schauen, also wir müssen das anschauen, hier am 4. Nachmittags ist dann diese Bewegung dann gestartet. Das heißt, wer am Freitag auf den Markt geschaut hat, der konnte halt dann eben entsprechend das Signal nehmen und dann eben in so Aktien, wie wir uns vorhin angeschaut haben, in Whirlpool oder andere Titel, die dann ja auch am Freitag dann die Aufwärtsbewegung initiiert haben, dann eben mitnehmen. Wie gesagt, in den ganz, ganz starken Titeln wie so eine RWE, die einfach schon die ganze Zeit oben waren, da ist man dann manchmal dann tatsächlich spät dran. Aber es sind ja immer nur einzelne Titel, weil muss ich mal vorstellen, mit Index sind ja sind ja alle Aktien drin. Das heißt natürlich, ein paar rennen vor, ein paar hängen hinterher, aber die breite Masse kommt natürlich noch. Und es gibt sehr, sehr viele Titel, die schon natürlich weit in der Bewegung sind, aber die, die aus der Korrektur gekommen sind, und davon hatten wir jetzt ja vorhin auch den ein oder andere Aktie gesehen, gehe hier nochmal auf Whirlpool, da sieht man auch hier der Ausbruch, naja, der ist dann halt erst heute gekommen. So, und von daher, Freitag das Signal, heute der entsprechende Einstieg. Also muss man halt immer ein bisschen drauf schauen. Metin fragt, reicht es, wenn zwei Kerzen Korrektur machen? Also das hängt am Handelsplan, den man hat, Metin. Das kann man pauschal nicht sagen, weil Trading ist ja nicht wie Mathematik, wo man sagt, 1 und 1 gleich 2. Das heißt, jeder von uns hat einen Handelsplan und in diesem Handelsplan gehört halt rein, wie viele
Perioden brauche ich für eine Korrektur, wie viele für eine Bewegung. Das ist ja sehr individuell. Der eine sagt, er möchte 5 Perioden haben, der andere sagt, ich brauche 10, der andere sagt, ich möchte ein 50% Retracement haben. Das heißt, wenn der Markt hier so eine, ich zeichne das mal ein. Wenn hier so eine Bewegung nach oben schießt, so, dann sagt der eine eben, was du jetzt schreibst, eventuell 2. Der andere sagt, ich brauche halt einen Rücklauf von mindestens 50%, so was wir hier gehabt haben. Der versucht dann den Einstieg. Es gibt halt keine pauschalen Regeln, wo man, wie gesagt, wie in der Mathematik sagen kann, das ist so oder so. Das musst du entscheiden zu deinem Handelsplan, wie du das für dich entsprechend umsetzen möchtest. Also das kann man auch pauschal auch von mir aus nicht sagen, weil es mal abgesehen davon, dass ich natürlich auch nicht sagen darf, hier in so einem Kreis bei einem Webinar, wir haben ja vorhin den Risikohinweis auch schon gesehen, wie ich jetzt genau hier in diese Position einsteigen würde. Das machen wir dann immer in geschlossenen Foren, wie ich dann entsprechend in Positionen auch einsteige. Aber grundsätzlich kannst du natürlich sagen, 2, 3, 4 Perioden. Und wenn du sagst, 2 ist mir ausreichend, dann mach das. Aber du brauchst das Trading Journal. Ich meine, du bist ja schon sehr, sehr lange auch im Trading Meeting. Und wenn du ein Trading Journal führst, was ich hoffe, dann müsstest du feststellen, ob das zu dem positiven Ergebnis führt, was du dir erwünscht, wenn du mit 2 Perioden Korrektur arbeitest. Ne? Also ohne diese Auswertung, und das gilt auch an alle, ist es fast unmöglich, eine gute Handelsstrategie zu entwickeln. Also wenn ihr eine Handelsstrategie machen möchte, dann schreibt euch auf, was ihr gerne handeln möchtet, setzt es um, schreibt euch aber auch vor allen Dingen ins Trading Journal auf, wie wäre es gewesen, wenn ich es so Variable A oder B genommen hätte, weil dann wisst ihr nach 100 Trades genau, okay, das funktioniert oder das funktioniert nicht. So, dann kommt die Frage nach MTX. Ja, die Aktie hier auch, Moment, gerade im Tageschart, so, sehr, sehr stark, natürlich auch getrieben, natürlich von diesen Indexumstellungen, aber grundsätzlich natürlich sehen wir jetzt auch, dass die Aktie nach ihrer starken Rallye jetzt auch nicht mehr weitergelaufen ist. Und das ist auch nicht untypisch, das haben wir auch schon in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen. Also hier gab es hier diesen wunderschönen Aufwärtstrend. Die Aktie hat über einen ganz langen Zeitraum eine deutliche Outperformance gehabt, ist hier sehr, sehr schön nach oben gelaufen. So, bis hier an das Hoch. Und dann gab es hier halt diese Abwärtsbewegung, die Aktie ist unter den letzten Punkt 3 gefallen. Das ist hier dieser Tiefpunkt gewesen. So, und dann ist halt Schluss. So, und das ist eben das, was wir jetzt auch mal bei RWE gesehen haben. Zwar an einem anderen Punkt, also ist der Durchbruch ja wesentlich höher gewesen, aber der Trend ist hier halt gebrochen und damit ist diese Bewegung jetzt erst einmal vorbei. Bevor es jetzt hier keine neuen Trends gibt, die hier wieder sauber sind, würde ich hier halt erstmal keine neuen Positionen aufnehmen. Wenn ich in der Position drinne wäre, würde ich halt tatsächlich den Stop hier unter das Tief setzen. Wenn der Markt hier dann also unter 2,34 fällt, würde ich mich halt am Ende des Tages dann auch von der Position verabschieden. Aber neu würde ich die Position halt hier entsprechend nicht aufnehmen. Was müsste passieren, damit ich RWE wieder nutze oder wieder reingehe? Ja, wir müssten halt ein neues Hoch machen in RWE. Also wenn wir die Hochs oben rausnehmen würden hier, dann habe ich halt wieder einen Trend, Peter. Vorher habe ich den Trend nicht, weil der Trend ist jetzt gebrochen. Und von daher kommt die Aktie für mich jetzt derzeit erstmal nicht in Frage. So, dann kommt noch eine Frage zu GM. Das war wieder die falsche. Am besten ist immer, wenn ihr das Kürzel habt, dann ist das immer perfekt hier. So, auch hier jetzt sehr schön zu sehen. Also das sieht man schon auf den ersten Blick. Ne? Also wenn ihr drauf schaut und ihr seht hier, dass der 200er EMA seitwärts läuft, dann kann man, wenn man in die Historie geht, ganz gut sehen,
dass hier eigentlich in den letzten Wochen und Monaten nicht wirklich was passiert ist. Ja, die Aktie bewegt sich hier sehr volatil. Das ist ganz außer Frage. Aber auf der anderen Seite haben wir aber keine wirklich sauberen Trends. Das heißt also, wenn man sich die Automobilwerte in Deutschland anschaut, dann hat man dann eher mal einen Trend, der eher auf der Short-Seite sehr einfach auch anzufassen ist. Hier ist es eher so ein Seitwärtsmarkt. Ja, die letzte Bewegung zeigt hier nach unten. Wenn wir uns das so anschauen, dann sieht man ganz klar, der mittlere Trend geht hier runter. Wenn wir noch ein bisschen weiter reinzoomen, sehen wir auch, dass der kleine Trend hier nach unten geht. Also von daher könnte man natürlich theoretisch die Short-Seite handeln. Jetzt aber aufzuspringen macht wenig Sinn, weil wir natürlich hier gerade in der Bewegung sind. Das heißt, wenn, dann hätte man es eigentlich eher hier machen müssen und nicht hier unten, weil die Wahrscheinlichkeit jetzt natürlich wieder groß ist, dass der Markt jetzt erst wieder in die entgegengesetzte Richtung geht. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist es eigentlich jetzt nicht so unbedingt eine Aktie, auf die ich jetzt unbedingt gehen müsste. Wir können ja mal uns alternativ die Daimler-Aktie anschauen, nur damit das mal so ein bisschen dem gegenübersteht. Hier sieht man eben, dass der Markt eben in den letzten Wochen und Monaten hier dann doch eher stärker nach unten gegangen ist, auch hier, auch wenn das noch nicht perfekt ist. Ich glaube, beim Screening heute ist mir Conti auch noch ins Auge gefallen, die auch besonders schwach waren. Das sind dann eher so Werte, wo ich dann halt sehr, sehr gerne drauf schaue. So, dann haben wir noch zwei Werte, die würde ich dann jetzt noch mitnehmen und dann TSM. So, also das ist so ein Kandidat, wenn ich den sehe, da brauche ich nicht lange drüber nachdenken. Das ist für mich halt so ein Titel, den ich immer dann auch aufnehmen möchte, weil wir sehen hier, die Aktie ist wirklich sehr stark. Sie hat hier die alten Hochs hier bei 46 herausgenommen. Die alten Hochs sind schon ein paar Monate her. Ausbruch nach oben, kurzer Rücklauf an die alten Hochs und ist jetzt heute wieder auf dem Weg, neue Hochs zu markieren. Ich würde jetzt nicht unbedingt heute draufspringen auf die Aktie, aber wenn die Aktie wieder eine nächste Korrektur macht, auf jeden Fall. Also ich finde, das sind eben Werte, wo es auch Spaß macht für mich als Trader dann zu sagen, okay, da möchte ich dann auch gerne mit dabei sein. So, und dann kommen wir noch zum Netflix. Das fragte David noch. Haben wir auch beim letzten Trader-Seminar schon besprochen, die Aktie Netflix. Ist so ein typisches Bild, was ich als Trader natürlich sehr gern sehe. Ne? Es kommt hier die schlechte Nachricht. Die Aktie macht einen riesen Gap, fällt hier also wirklich sehr schön nach unten von einem Kurs zum nächsten 10%. Ist natürlich nicht schön für die Trader, die overnight in der Position drinne waren. Dürfte aber normalerweise auch nicht sein. Also sollten eigentlich keine Trader, also natürlich sind welche drinne gewesen, aber die, die markttechnisch orientiert handeln, eigentlich nicht. Danach ist genau das passiert, was wir uns natürlich wünschen. Der Markt ist dann nochmal in der zweiten Rutsche hier stark nach unten gegangen. Dann hier die Korrektur herauf, hier herunter, herauf, herunter, herauf, wieder herunter. Also eigentlich idealtypisch jetzt in den letzten Tagen wieder herauf. Wenn wir jetzt hier in den Bereich 280, 282 vorstoßen, dann wieder gute Chancen, wenn der Markt nach unten dreht, dann hier wieder eine neue Short-Position aufzumachen. So, und so geht das Spiel halt immer so lange weiter, bis eben entsprechend der Trend gebrochen ist. Und dann würde ich entsprechend dann auch dann nicht mehr auf der Short-Seite agieren, weil irgendwann ist natürlich auch mal Schluss, weil das ist ja ein sehr gutes Unternehmen, Netflix, aber die Zahlen haben halt nicht überzeugt. Und dann passiert eben das, was wir hier gesehen haben. Dann geht es auch mal ganz schnell $100 nach unten. Okay. Das ist das gewesen, was an Fragen reingekommen ist. Wir haben auch fast die Stunde dann bekommen, sind jetzt 10 Minuten früher. Ich würde es dann auch gerne hier an dieser Stelle beschließen, weil auch gar keine Fragen weiter da sind, um auch ein bisschen noch meine Stimme zu schonen. Ich hoffe, es hat trotzdem gut funktioniert für euch. Wünsche euch allen eine erfolgreiche Handelswoche. Freue mich auch sehr auf alle, die ich in den nächsten Wochen wiedersehe. Wir haben ja in 3 Wochen Rendite Unlimited in Berlin. Wenn ihr Lust habt und Zeit habt, mit dabei zu sein, 2 Tage geht es um Trading und Investment, dann schaut doch in Berlin vorbei. Alle Infos findet ihr auf meiner
Webseite. Und ansonsten hören wir uns in 4 Wochen hier wieder an dieser Stelle zum großen Marktausblick. Freue mich auf das nächste Mal, freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Ja, Mario, vielen Dank für, ja, dass du so lange durchgehalten hast. Und ja, von meiner Seite auch gute Besserung, wie auch viele der Teilnehmer dir wünschen. Ja, das ist sehr lieb, danke. ja, ich wünsche auch allen Teilnehmern eine erfolgreiche Handelswoche und von Seiten von FX Flat auch einen angenehmen Abend.